Ja, willkommen zurück. Let's Play Minecraft, Folge 41. Alter, ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir 41 Folgen schon auf dem Channel haben. Unglaublich. Ich überlege, ob wir unser Haus doch noch ein bisschen noch weiter ausbauen. Das ist ja... Ja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall möchte ich doch gerne den Ofen erstmal anschmeißen. In unserer bescheidenen kleinen Villa. Da war wieder ein Höhengeräusch. So, mal eben hier machen wir mal eben kurz Grillfleisch. Eisenerz, Eisenbarren werden wir uns natürlich erstmal machen. So, dann werde ich währenddessen das Fleisch wird doch schon fertig sein, oder? Ja. Dann kann nämlich hier mal eben auch schnell das Gold brennen. Wenn du eben schnell die Kiste krimskramst, dann würde ich sagen, packen wir mal auch die Schienen rein. Ich weiß gar nicht, warum der Flexi das mitgenommen hat in den letzten Folgen. Ich weiß nicht, was für eine Idee der hatte. Der wollte sich wahrscheinlich eine Insel mit zwei Bergen bauen. Und einem tiefen, weiten Meer mit viel Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. Nun, wie mag die Insel heißen? Ringsherum schöner Strand. Jeder sollte einmal reisen in das schöne Nummerland. So, Boot. Wo packen wir denn das Boot hin? Obwohl ein, naja, Boot, Waffen, Werkzeuge, Essen. Essen ist immer gut. Ich liebe Essen. So, das packen wir da hin. Wie viel Essen wir schon haben, ist ja unglaublich. Ist ja unfassbar. Diamant hatten wir, glaube ich. Hatten wir. Wahnsinn. Was wir alle schon haben, ist ja unglaublich. Den Pfeil, der war, glaube ich, bei Krimskrams, oder? Nee, der war bei Waffen. Hä? Hier, ich wusste es doch. So, die Steinhacke müsste doch normalerweise bei ihm sein. Hier oben bei den Werkzeugen. Was macht die denn da? So. Wo haben wir denn... Wo haben wir denn... Hatten wir nicht schon Diamant irgendwo... Da, zwei Diamanten. Dann. Boah, diese Spinne geht mir auf den Sender, ne? Habe ich schon gesagt, dass sie mir auf den Sack geht? Wo ist die denn? Alter, diese Spinne, ne? Die muss sterben. Aua! Alter! Geh weg, du! Ach, scheiß Vieh. Meine Güte, geht dir auf den Sack. Ist ja unfassbar. So. Entschuldigung. Ich höre schon ein Skelett schon wieder, aber irgendwie... Du wirst brennen, Kollege. Der steht da rechts am Fenster. Sieht man den? Da steht er. Hä? Wer ist er denn? Mit Goldausrüstung? Was? Was? Was geht denn hier ab? Was ist mit ihm denn nicht in Ordnung? Alter, wer ist er denn? Ich bin der ultimative He-Man! Bleib stehen! Bleib stehen, du willst sterben! So. Ding. Ich glaube, ich werde hier, dass die nicht auf dem Dach kommt, das hier mal wegmachen. Das werden wir gleich mal tun. Kann ich den Pfeil mitnehmen? Schade, kann ich nicht, ich dachte. Weil das geht mir doch ein bisschen auf den Sender, dass die da auf dem Dach klettern. Und wir werden uns wahrscheinlich ein schönes Dach bauen. Ein vernünftiges, kein Flachdach. So, jetzt muss ich mal eben erstmal schnell gucken. Warte mal. So, jetzt wieder hier mühsam sortieren. Wir haben schon 44 Pfeile. Ein Amboss werden wir uns wahrscheinlich auch bauen, um unsere Rüstung so ein bisschen zu reparieren. Wo packe ich denn Boote rein? Packe ich das bei Bauelementen? Nee, bei Krimskrams. Komm. Boote kommt auch bei Krimskrams rein. So, können wir die stapeln? Nein, stapeln geht nicht. So wie die Loren auch nicht. So. Als nächstes würde ich sagen, werden wir uns... Haben wir Steine? Haben wir Steine? Ja, wir haben genug Steine. Verschieben, genau. Denn ich möchte gerne... Ich würde doch gerne mir so eine kleine Werkstatt bauen. Wenn du verstehst, was ich meine. Vielleicht können wir die Werkstatt ja sogar anbauen. Das heißt, dass wir, weil ich wollte das ja sowieso hier wegmachen. Du weißt, das Ding, ne? Das bringt mal so gut wie gar nichts. Das ist unfassbar. Habe ich ja ganz vergessen. Hier war ja die Höhle. Da
Da müssen wir mal gucken, dass wir da ein bisschen uns hier so ein bisschen bemühen. Dass wir hier vielleicht einen neuen Anbau setzen. Dass wir das erstmal wegmachen. Und dann, dass wir die Erde da unten reinklatschen. Beziehungsweise einen neuen Boden ziehen. So, la 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 la. So, ich werde mal da unten anfangen. Weil der Boden kommt ja ein bisschen niedriger. Wir wollen ja auch einen Boden drin haben. Nein. Das war falsch. Verdammt, da unten hin. So, so, so. So, 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 so. Ich weiß, es ist jetzt nicht so spannend, aber wie gesagt, dafür bauen wir ja einen neuen Anbau. Warte mal, das war doch ducken, ne? Genau, ducken und dann fällt man auch nicht runter. Ich habe trotzdem irgendwie immer ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, dass, ja. Ich glaube, das habt ihr auch. Hier gibt es nur nicht zu. Den Kessel will ich mitnehmen. Auch wenn er nichts bringt. So, natürlich werden wir hier weiter zu machen. So, so, so. Ich wusste, dass uns das nochmal irgendwann zum Verhängnis wird hier, dass wir das offen gelassen haben. Das war in irgendeiner Folge haben wir das offen gelassen. Ich weiß es genau. Da habe ich noch gesagt, ah ja, das machen wir einfach mit Erde zu und fertig. Das wird schon keiner. Das wird schon keiner finden. Ja, und jetzt sieht man, was daraus wird. Mal so ein bisschen hier die Erde wegklatschen. Klatschi, klatschi, klatschi. Dass da auch oben keiner drauf rennt. Von den Banausen, wenn die uns besuchen kommen. Erde klatschen, wir klatschen die Erde, Erde klatschen. Was haben wir denn hier ist auch? Warte mal, das ist... Ach ja, das war ja unser Eingang, ne? Verdammt, scheiße. Verdammt, das können wir ja so gar nicht dann... Ah, da muss ich mal gucken. Stimmt, hier war ja unser Eingang. Da muss ich gleich mal schauen, wie wir das handhaben. Daran habe ich ja jetzt ja gar nicht gedacht, das ist ja... Huch. Also mit der Hände schaufeln ist doof. Jetzt ist der Controller gerade abgespackt. Controller abspacken. So. Oh ja, wir klatschen die Erde durch die Gegend. Ja, das ist jetzt nicht so spannend, ich weiß, aber wie gesagt, dafür sieht der Anbau umso schöner. Weil ich möchte ja auch ein schönes Dach drauf haben, dass da keiner mehr auf dem Dach klettern kann von den Idioten, wenn die uns dann besuchen kommen. Also immer diese Hausverwalter, ne? Das ist schrecklich. Unglaublich, wenn die einen besuchen kommen. Also mit Erde können wir uns, glaube ich, demnächst totschmeißen. Ja, hier können die auch aufklettern, ne? Zumindest hier bei denen hier. Bin überlegen, wie ich das... Oder mache ich das einfach... Oder mache ich das einfach doppelt hoch? Aber wenn das Dach drauf kommt... Na, warte. Vielleicht doch so. Vielleicht doch so. Und so. Naja, gucken, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall kommt da so schon mal keiner aufs Dach mehr. Das ist schon mal supi. Hier müssen wir uns natürlich nur eine Sicherheit bauen. Da weiß ich noch nicht wie, weil wenn hier drauf kommen, kommen die... Da kommen die doch bestimmt auch drauf, ne, oder? Wenn wir da drauf kommen, kommen die auch da drauf. Hundertprozentig. Ach, wisst ihr was, ich mach diese Fackel, mache ich einfach weg. So.
So. Dann werde ich nämlich das mit Erde voll machen. Mit Erde voll machen. Wenn du verstehst, was ich meine. Voll machen. So, jetzt muss ich natürlich auch mal so irgendwie runterfallen, dass hier nicht irgendwo ein Loch gleich ist. So. Und das für einen schönen Anbau. Können wir den Anbau aus Erde machen? Nein, Quatsch, natürlich nicht. Wer macht denn sowas heutzutage noch? Sowas machen wir nicht. Nee, was wollte ich denn, sagen? Habe ich das in der letzten Folge erzählt oder in dieser Folge? Ich weiß es schon gar nicht. Das ist immer noch dieselbe Aufnahmesession. Wegen, genau, früh aufstehen, dass ich da ein paar Folgen, das habe ich in der letzten Folge aber erzählt gehabt, dass ich ein paar Folgen im Voraus aufnehmen möchte und ich einen neuen, momentan einen neuen Biorhythmus mir versuche irgendwie einzuprägen, weil ich ja den nächsten Jahr... Ja, ich hab neuen Job. Ja, Mann. Neuer Job. Neuer Job. Neuer Job. Erde klatschen. Erde klatschen. Erde klatschen. Erde klatschen. Aber ohne Schaufel geht das nicht. Was? Nein, keine Axt. Ach, scheiße, wir haben gar keine Schaufel mehr. Verdammt. Fuck. Warte mal. Da müssen wir uns ein bisschen... was bauen. Wir können uns mal eben hinlegen. Es ist nämlich schon wieder Nacht, weil ich arbeite sehr, sehr ungern in der Nacht. So, legen wir uns mal eben schnell hin, damit die Nacht vorbeigeht. Ich trinke nochmal ein Schlückchen, Moment. Von meinem leckeren Kaffee. Ja, ich bin heute Morgen um 6 Uhr, glaube ich, aufgestanden. So gegen 6 und hatte mir gedacht, ach, wisst ihr was, ich nehme ein paar Minecraft-Folgen auf, damit ich die im Petto habe. So, dann brauchen wir natürlich Holz und Stickies. Ja, Holz. Holz. Nee, Quatsch. Eisenbarren. Die Öfen sind ja auch noch voll, ne? Stimmt, da war ja was. Die Eisenbarren sind auch noch voll. Irgendwie mag ich in dem Spiel keine Erde. Ich weiß nicht warum. Aber es sind ja auch Bauelemente Erde. Ob es glaubt oder nicht. So, warte mal. Der Kessel kann bei Krimskrams, glaube ich, rein. Nee, Quatsch. Den können wir bei... hier Kohle und Kohlen. Sowas kann der mal rein. So. Ja, mal eben an die Werkbank gehen. Mal eben schnell... schaufeln. Das dürfte reichen erstmal. Vorerst. So viel werden wir, glaube ich, auch nicht mehr brauchen. So. Dann schaufeln wir nochmal eben hier den Rest weg. Da kommen nämlich auch schon wieder Stein, sehe ich gerade. Erde klatschen, Erde klatschen, Erde klatschen, Erde klatschen. Ich habe einen neuen Job. Ich habe einen neuen Job. Genau, ich habe einen neuen Job und deswegen, wie gesagt, mache ich mir gerade, präge ich mir gerade einen neuen Biorhythmus ein. Biorhythmus. Biorhythmus. Bei dem du mit musst. Bei dem du mit musst. Der Biorhythmus, der Biorhythmus, bei dem du mit musst, bei dem du mit musst. So. Ich sehe schon, da unten war gerade die Höhle, wenn ich das richtig gesehen habe. Tja, da müssen wir mal gucken. Nochmal Steine, sehr schön. Steine können wir gut gebrauchen, genau wie Erde eigentlich eher weniger, aber ich möchte ja hier einen geraden Anbau haben. So. Blub, 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 blub. So. Das muss auch weg. Ja, tut mir leid, aber das muss weg, weil da würde ich gerne, oder? Ich erzähl totalen Quatsch. Ich erzähl totalen Quatsch. Aber hier mal. Nein. Egal. So. Hier kann Erde bleiben, natürlich. Was erzähle ich denn da? Verdammt. So eine hohle Frucht gerade schon wieder. So, da oben die Erde nehmen wir noch mit. Blub. Reicht das für den Anbau? Ja, das dürfte für eine Werkstatt dürfte das eigentlich reichen. Das ist schon wieder eigentlich total übertrieben. Aber nun gut. Ja, fangen wir mal an. So. Runterfallen können wir ja nicht, ne? Nee, Gott sei Dank.
Das heißt, wir brauchen auch Eisentüren und sowas. Wieder. Für die Nacht der Nächte. So. Ja. Alter, das ist schon wieder so total übertrieben. Das ist unfassbar. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich mache jetzt erstmal den Rand, um erstmal zu gucken, wo ich... Ach, meine Güte. Wo ich die Türen und die Fenster hinknalle. Sagen, hier kommt auf jeden Fall die Ecke hin. Ja, und die Ecke. Na, meine Güte, das gibt's doch gar nicht. Hallo Kinder. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich bin die Gertrud und ich zeige euch heute Minecraft. Ja. So. Das wollte ich mal loswerden. Gruselige Musik. So, dann hätten wir das schon mal. Jetzt muss ich mal eben schnell schauen. Wir müssen ja da, glaube ich, dann den durch... Ah, scheiße, da stehen unsere Dings, ne? Verdammt. Ah, egal, da können wir hier eine Tür hin machen. Das ist nicht so schlimm. Machen hier eine Tür hin. Eine Glasscheibe kann weg. Das ist egal. Ist mir egal. So, da kommt dann die Tür rein. Da kann ruhig eine Holztür, die haben wir sogar, glaube ich, schon. So. Und eine Außentür brauchen wir eigentlich nicht, weil es soll ja eigentlich nur eine Werkstatt werden. Aber Fenster, das kann ja eigentlich zugemacht werden. Das, da guckst du eh auf so einen Erdhügel. Von so einem Erdmännchen. So. Ich glaube, ja. Mal gucken. Also hier soll auf jeden Fall ein Fenster hin. Verdammt. La 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 la. Kann ruhig ein großes Fenster. So, machen wir hier oben hier den Dings hin. La 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 la. So, dann machen wir hier mal so ein Fenster hin und das sind zwei, nee, drei Blöcke, ne? Und zwei, drei. Ja. Und dann machen wir hier nochmal eins, zwei, drei. So, zwei, drei. Ich bin der Pitamafei. So, ich weiß nicht, so ein bisschen. Na, egal, lass mal so. So ein Fenster einbauen, alles. Und das noch alles vor Einbruch der Nacht jetzt hier mit der Tür und so. So, mal eben schnell geschaut. Wir brauchen eine Holztür, ne? Dann haben wir doch... Da ist noch eine Tür. Warte mal. Hälfte nehmen. So, eine Tür brauchen wir. Wir haben eben die Bauelemente, wie hier zum Beispiel Erde, brauchen wir nicht mehr. Stein brauchen wir momentan auch nicht, Holz auch nicht. Stickies können wir wieder alles nehmen. So, hier mal eben die Setzlinge mal eben hier. Ich kümmere mich momentan so gut wie, weil ich jetzt gerade Setzlinge gesehen habe, ich kümmere mich momentan so gut wie gar nicht um unseren Garten, ne? Ich bin auch, muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch gar kein so ein großer Gartenfreund. Also, in Real Life natürlich schon, hätte ich schon gerne Garten, aber jetzt so generell so, da fehlt mir was. Achso, Holz brauchen wir. Wir müssen ja den Boden machen. Holz. Holz. Wir müssen unbedingt Holz hacken gehen. Wir haben zu wenig Holz. Also für weitere Projekte demnächst müssen wir echt mal, dass wir mal, das wird reichen, denke ich mal. Für neue weitere Projekte müssen wir unbedingt Holz sammeln gehen. So, warte mal. Na egal. So. Jetzt geht erstmal los, Boden verlegen. Fliesenleger Ingo. Hallo. Ich bin wieder der Ingo. Der Ingo du Bingo. La
Alles schön mit Holz ausgelegt. Genau, wie gesagt, wir müssen auch noch ein Dach bauen. Ich habe ja noch vor, ein Dach zu bauen. Kommt uns da einer besuchen oder hört sich das nur so an? Nee, das sind wir, wie wir über die Steine laufen. Alter, ich habe schon Paras. Ist ja unfassbar. Na, ob das reichen wird mit den Blöcken? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da fehlen uns noch ein paar. Ist ja unfassbar. Unfucking fassbar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, dann machen wir es nochmal. 16. Oh, das reicht. 16 Blöcke. Ich glaube, es ist zu wenig. Ja, ist zu wenig, definitiv. Alter, das gibt's noch nicht. Weil ich will es ja auch nicht übertreiben. Mein Gott, dann haben wir sie halt. So, 24 dürfen aber reichen. So. La. Genau, einen Amboss wollen wir auch noch bauen. Das habe ich nicht vergessen. Amboss wollen wir bauen. Wir wollen ein Dach bauen. Wir wollen so viel bauen. Glas müssen wir gleich bauen. Ganz wichtig. Glas, ne? Müssen wir hier die. Ach, wir müssen noch. Ach ja, ein Dach auch noch. Was ist das für eine Werkstatt, wo kein Dach drin ist? Stimmt ja. Glas, ne? Da brauchen wir Sand. Wir haben Sand. Haben wir Sand eigentlich irgendwo rumfliegen? Natürlich nicht. Wir brauchen aber Stein nochmal. Stein auf Stein, Stein auf Stein. Das Häuschen wird bald fertig sein. Stein haben wir ja genug da. So ist es ja nicht. Sand haben wir gar nicht, ne? Da müssen wir unbedingt Sand holen gehen auch. So, die Tür kann eigentlich schon rein. So, ich möchte aber wenigstens noch das Dach fertig bauen, jetzt in der Nacht. Wie gesagt, es kommt noch ein vernünftigeres Dach, aber jetzt erstmal, um oben zuzuhaben, mache ich das jetzt erstmal flach. Und oben drauf werden wir vielleicht dann noch sogar eine zweite Etage noch bauen. Das wird auch noch eine Herausforderung, eine zweite Etage, deswegen baue ich das jetzt erstmal so. Und, hallo? Nicht, dass uns jetzt ein Creeper besuchen kommt, wenn wir hier gerade in der Nacht am Bauen sind. Wenigstens kommt jetzt keiner mehr aufs Dach drauf. Das ist. Hallo? Das ist mir schon mal sehr. Oh mein Gott. Das ist mir schon mal sehr, sehr wichtig. Dum-d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 um. Mein Gott, was wir wieder fleißig am Bauen sind in den letzten Folgen. Das ist ja. Ja, in der letzten Folge sind wir zurückgereist von unserem Minentrip. Wir haben ja eine Mine gefunden. Das ist ja unfassbar. Hallo? Mein Gott. Ich glaube, ich hänge hier irgendwo. Ich hänge an der Rente. So, ja, so. So. Und da kommen hier noch Steine hin. Stein auf Stein, Stein auf Stein. Sehr schön. So, das sieht doch supi aus. Dann werden wir hier, glaube ich. Werde ich das so machen? Das ist ein bisschen. Wohl für so eine Werkstatt. Ah, ne, komm. So, genau. So, sehr schön. Dann gehen wir mal schlafen und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, denn dort werden wir dann, ich denke mal, dass wir anfangen werden, Fenster zu bauen. Ich glaube, wir werden Fenster bauen und vielleicht werden wir schon anfangen mit dem Dach und mit der zweiten Etage. Ich weiß es aber noch nicht. Aber wir brauchen auch noch ein paar Bauelemente und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.